Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Ich muss aufpassen, dass ich hier irgendwie mit euch reden kann, ohne irgendwie mich zu verschlucken oder husten zu müssen. Ich bin nämlich ziemlich erkältet. Neues Video aus Freiburg und zwar von Tag 1 bzw. eigentlich schon 2 vom Biketrip. Und zwar machen der Nico und ich dieses Jahr oder jetzt gerade im Sommer einen Biketrip, eine Woche lang. Und der erste Spot hier ist Freiburg. Wir sind den zweiten Tag schon hier. Andere Radfahrer kurz vorbeilassen. Ja, wir sind die ersten 2 Tage hier in Freiburg gewesen, kann man mittlerweile schon fast sagen. Gestern sind wir einmal auf die Borderline und auf den Canadian getreten und heute sind wir jetzt ja im Prinzip noch einen Kilometer hoch bis zum Start zum Canadian, haben schon 350 Höhenmeter getreten. Da machen wir zusammen eine Abfahrt auf dem Canadian. Ich zeige euch den Canadian. Vielleicht fahren wir am Kippfelsen nochmal vorbei, weil da habt ihr eine geisteskranke Aussicht. Also wenn ihr hier oben seid, dann müsst ihr da auf jeden Fall vorbeifahren. Aber wir machen heute auf jeden Fall eine Abfahrt auf dem Canadian. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, jetzt geht's einfach los. Und mal gucken, wie viele Videos es gibt von dem Bike Trip. Der Nico ist big in business hier. Ja, genau. Mal gucken, wie viele es gibt. Gestern leider keins, ich habe die GoPro vergessen, aber wir fahren eh die gleichen Trails heute wie gestern, von daher passt es. Ihr seht den Canadian und ich guck mal, wie viele Videos es noch gibt von dem Biketrip. Jetzt habe ich aber absolut genug gelabert, vor allem für meine Stimme und es geht einfach los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß, let's go, haut rein. So Leute, Canadian Trail, Sektion Nummer 0, also von ganz oben, ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob das so ein offizieller Teil hier ist, aber ich zeige es euch trotzdem mal, ich denke, ziemlich bekannt. Hier geht es gleich zur Sache, eigentlich der schwerste Teil vom Trail. Kommen gleich erstmal fette Steinfelder. So, hier gibt es bestimmt. Wow, Gott. Vorderrad im Urlaub. Hier gibt es bestimmt eine Straight Line über diesen Stein auf der rechten Seite. Aber ich kenne die nicht. Und von daher fahren wir es ja auch nicht. So. Sektion 0 im Kasten. Auf zum Uphill Sektion 1. So, Sektion 1. Canadian. Jetzt hochoffiziell unterwegs. Highline, das war schon wieder komplett. Drop it. So, schön ohne Bremse in den flachen Sektionen hier. Schönen Schwung mitnehmen. So, jetzt kommt ein flacher Trailteil. Hier muss man schön Schwung mitnehmen. Kann man komplett ohne Bremse fahren hier. Woohoo.
Servus. In der Kurve da habe ich mich mal mies zerstört. Heute machen wir das nicht, weil es gibt schöne Schürfwunden. Ich spreche aus Erfahrung. Hui. Und wieder abhören. So, nächste Sektion. Welche fragt jemand anders? Ich kenne mich nicht aus. Aber hier ist es schon ziemlich ausgebombt. Woo! Wow! Aha! So, Sektion 4, ich lese es für euch ab. Alter! Ja, schon ein bisschen kurz die Sprünge hier teilweise. Nächste Sektion, 5 müsste das dann hier jetzt sein. Wieder ein paar lässige Jumps müssten da kommen. Juhu. Wow, das hat Flow. Wow, hier muss man runter. Zum Step Up. Wow. Und nächste Abhöhe. So. Weiter geht's. Gleitlage, ja. Ah! Das kommt jetzt. Nico mag diese Stelle nicht. Aber ist okay. Und die Hip mag ich auch nicht, weil ich keine Hip springen kann. Juhu! Egal. Fahren wir trotzdem mal. Gehört ja dazu. So, Sektion 7. Ja. Ja, er sagt gerade nochmal, wenn er einen Teil nicht mag, dann ist der hier. Aber. Oh, Case an der Wurzel. Wenn man Lines nicht kennt und versucht sie trotzdem zu fahren, passiert genau das. Die Kurve ist eng. Sektion 8. Woo! Der Anlieger hat Reifenverlustpotenzial. Alter, die Sektion ist so geil.
Wow. So, letzte Sektion. Hier ist der Ausgang vom Canadian. Juhu. Übelst geiler Trail. Nice one. Oh yeah. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Canadian Trail, übelst geil, hat gescheppert. Für uns geht es jetzt weiter, wir fahren nach Frankreich, fahren jetzt zurück zum Auto. Es ist ungefähr 13 Uhr, es geht noch ab nach Les Arcs, da kommen noch ein paar andere Jungs nach. Da geht es dann weiter mit dem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, wie immer. Wenn ja, dann abonniert mal den Kanal und schreibt einen lieben Kommentar, freue ich mich immer drüber. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder vom Teil 2 Bike Trip. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Meine Stimme kann nicht mehr. Ciao.